You were born dirty. That's the only reason you were born. I feel bad for your family. You're supposed to be dead earlier, actually. Hi, ich bin's wieder, eure Melissa Ming und heute zu einem neuen K-Pop-Video von mir. Wie ihr bereits im Videotitel entnehmen konntet, rede ich heute über ein sehr ernstes und emotionales Thema. Es geht nämlich um K-Pop-Idole, die viel zu jung gestorben sind. Irgendwie ist das Video viel zu traurig für ein Intro, aber mein Intro muss trotzdem her, deswegen geht es nach dem Intro weiter mit dem Video. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, okay, wieso macht man ein Video über K-Pop-Idole, die gestorben sind? Ich mache dieses Video, um euch zu zeigen, dass es nicht nur wunderschön ist auf der K-Pop-Seite, sondern es auch Schattenseiten gibt. Und am Ende des Videos werde ich auch nochmal mehr drauf eingehen, aber später dazu mehr. So, der erste K-Pop-Star, über den ich rede, ist Park Yong-ha. Sein Tod war wirklich tragisch, er hat nämlich Selbstmord begangen. Am 30. Juni 2010 hang er sich auf und seine Mutter fand ihn dann anschließend. Er wurde nur 32 Jahre alt. So, der nächste Vorfall hat mich wirklich sehr, sehr schockiert. Und zwar geht es um Con Risae von Ladies Code. Risae starb an einem Autounfall. Der Unfall ereignete sich am 3. September 2014 auf dem Weg nach Incheon. Nach Informationen ist der Wagen gegen eine Stützmauer gefahren. Risae wurde direkt ins Krankenhaus eingeliefert und die Operation dauerte insgesamt 9 Stunden. Während der Operation gab es Komplikationen und zwar hat sie ganze 3-mal aufgehört zu atmen. Am 7. September 2014, 4 Tage nach ihrem Aufenthalt im Koma, starb sie letztendlich. Risae wurde leider nur 23 Jahre alt, was übertrieben jung ist, Leute. So, und falls ihr denkt, dass der Tod von einem Member aus einer Gruppe schon tragisch ist, dann wird es jetzt noch tragischer. Und zwar saß in dem Auto noch ein weiteres Mitglied. Es handelt sich nämlich um die Sängerin Eunbi. Sie ist ebenfalls Mitglied von der Band Ladies Code. Unglücklicherweise saß sie auch in demselben Wagen wie Risae und starb am 3. September 2014, also noch am selben Tag. Eunbi wurde nur 21 Jahre alt. Die nächste Person, über die ich rede, ist An Sojin. An Sojin war eine Sängerin der Gruppe Kara. Am 24. Februar 2015 beging sie Selbstmord. Dabei sprang sie vom 10. Stock des Hochhauses. Daraufhin hat sie jemand danach im Garten gefunden und zwar halb leblos. Sie wurde danach direkt ins Krankenhaus eingeliefert, aber leider konnte man ihr nicht mehr helfen. Sie starb mit nur 22 Jahren und der Grund dafür war, wie es wahrscheinlich erraten konntet, Depression. Die nächste Person ist ein Sänger und zwar handelt es sich um den Sänger Choi Dong-ha. Am 27. Mai 2011 wurde er leblos in seinem Apartment gefunden. Dong-ha hatte sich in seinem Apartment aufgehangen und er litt ebenfalls sehr, sehr stark unter Depressionen. Und obwohl er eine Therapie in Acht gezogen hatte, hatte sie leider nichts gebracht am Ende. Viele, die ihn kannten, sagten, dass er wirklich sehr, sehr verletzlich war, was Worte anging. Er wurde nur 29 Jahre alt. So, der nächste K-Pop-Star, über den wir jetzt reden, müsste euch, glaube ich, allen bekannt sein. Und zwar handelt es sich um den Sänger Jonghyun von SHINee. Das habe ich wirklich noch mitbekommen und es war ehrlich überall auf den ganzen Social-Media-Seiten und in den News. Er wurde bewusstlos in seinem Hotelzimmer gefunden. Und laut Ermittlungen hatte er Selbstmord begangen. Am 18. Dezember 2017 wurde er dann im Krankenhaus für tot erklärt. Wie die Polizei uns berichtete, hatte seine Schwester sehr besorgniserregende Nachrichten von Kim, also seinen echten Namen, bekommen. Sie hat sich sehr große Sorgen gemacht und hat daraufhin die Behörden eingeschaltet. Kim hat vor seinem Tod einen Brief verfasst und die Sängerin NINE sollte diesen Brief nach seinem Tod veröffentlichen. Und das tat sie auch. Ich habe mir den Brief durchgelesen und es war wirklich sehr schmerzhaft für mich. Ich habe mir ein paar Zeilen rausgeschrieben, aber die Sache ist, ich möchte euch jetzt nicht den ganzen Brief durchlesen, den könnt ihr euch gerne selber durchlesen. Aber ich habe hier sehr, sehr viele. Eigentlich ist der ganze Brief trostlos, aber ich habe hier diese Zeilen, die ich jetzt lese, sind wirklich sehr erschreckend. Einer der Worte war zum Beispiel, ich bin innerlich zerbrochen. Die Depression, die langsam an mir nagte, verschlang mich schließlich. Wenn es eine Möglichkeit gibt, den Ersticken atmen zu lindern, ist es besser, einfach aufzuhören. Es ist leicht zu sagen, dass du die Dinge beenden wirst. Es ist schwer, die Dinge tatsächlich zu beenden. So, an dieser Zeile merkt man, dass er
öfter versucht hat, sich umzubringen und nicht nur einmal, aber es irgendwie nicht übers Herz gebracht hat oder sich nicht getraut hat. So, eine Zeile, die mich auch sehr zum Nachdenken gebracht hat, war: Ich schätze, ich war nicht dazu bestimmt, ein Leben in der Öffentlichkeit zu führen. Diese Zeile sagt wirklich aus, dass er als öffentliche Person des Lebens sehr gelitten hat. Wie ich euch immer sage, Leute, K-Pop-Star zu sein ist wirklich sehr, sehr hart. Er wurde leider nur 27 Jahre alt. So, der nächste, über den wir reden, ist Sung In-kyu. Er war ein Sänger und ein Schauspieler. So, diesmal ist es mal kein Selbstmord. Okay, es ist auch nicht schön, auf so eine Art und Weise zu sterben. Es ist eigentlich gar nicht schön zu sterben. Aber Selbstmord ist da wieder ein ganz anderes Level. Er hatte eines Tages plötzlich sehr starke Schmerzen in der Brust, aber er dachte sich nicht wirklich ernst. Was bei, bis die Ärzte dann einen Tumor bei ihm gefunden haben. Leute, wenn man das Wort Krebs hört, ich glaube, da bleibt einfach jedem das Herz einmal kurz stehen. Ich wünsche mir einfach, dass das Wort Krebs nur das harmlose Wort ist, das wir alle kennen, und zwar das Tier, aber das Leben ist leider nicht immer schön und gut. Er wollte keinen operativen Eingriff an sich vornehmen und die Ärzte hielten ihn auch davon ab, weil es nämlich viel zu gefährlich sein könnte. Aufgrund seiner Erkrankung war er gezwungen, seine Musikkarriere als Sänger aufzugeben, worüber er sehr, sehr traurig war. Er starb am 22. Februar 2013 mit nur 24 Jahren. Die nächste Person ist Rottiful Sky. Sky war ebenfalls eine Sängerin und Schauspielerin. Sie wurde im Jahr 2002 ebenfalls mit einem Tumor diagnostiziert, und zwar saß er im Gehirn. Mitte 2013 zeigte sich dann eine leichte Verbesserung der Krankheit. Dennoch wendete sich das Blatt wieder ganz schnell und sie starb am 8. Oktober 2013 mit nur 25 Jahren. Der nächste und letzte K-Pop-Star, über den ich jetzt gleich reden werde, war ungelogen in den letzten Tagen bzw. Wochen überall auf Social Medienkanälen zu sehen. Ich habe zig Videos gesehen, zig Bilder, zig Beiträge zu dieser Person und ich glaube, ihr wisst alle, über welchen K-Pop-Star ich gerade rede. Es geht nämlich um Sully. Sully war ein Teil der internationalen Girlgroup FX. Ihre Managerin hat Sully tot im Haus südlich von Seoul gefunden. Sie hat davor nicht auf Anrufe reagiert, weshalb die Managerin sich auch sehr große Sorgen gemacht hat. Sully startete mit ihrer Karriere mit der koreanischen Girlband FX durch. Mit ihrem Erfolg wuchs natürlich auch der Druck. Sully soll Depressionen gehabt haben und litt extrem unter Cybermobbing. Die Polizei geht momentan von einem Selbstmord aus und sie starb mit nur 25 Jahren. Cybermobbing. Leute, auch so ein Wort, was eigentlich in unserer Generation ein Tabuthema sein sollte. Das ist auch so eines der Nachteile der Technik. Wir können zwar kommunizieren miteinander, egal wie weit wir entfernt voneinander sind, sind immer connected, aber Cybermobbing ist leider auch dabei, was ich wirklich sehr, sehr schlimm finde. Ich habe mir ein paar Kommentare durchgelesen, die Hater verfasst haben, die Hater unter ihren Beiträgen kommentiert haben. Und Leute, ey, ich kann nicht in Worte fassen, wie dreist diese Kommentare einfach sind. Wenn ich sie lese, ich habe so übertriebene Aggression. Ich denke mir so, was geht eigentlich in eurem Kopf vor, wenn man sowas schreibt? Sully hatte mal ein paar Fotos gepostet und ein Video, wo sie kein BH anhatte und deshalb hat sie übelst Shitstorm bekommen von den Leuten. Leute, sie trägt kein BH. Es ist kein Weltuntergang oder der dritte Weltkrieg. So, ich lese euch mal jetzt ein paar Hate-Kommentare durch. Und Leute, ihr werdet so übertrieben schockiert sein, das sage ich euch. Eines der Kommentare war: She is a national prostitute. Okay, ich gebe dir mal einen Tipp. Google mal bitte Prostituierte und dann sag mir bitte, was die Bedeutung davon ist. Die Bedeutung ist bestimmt nicht der Beschreibung von Sully gerechtfertigt. Glaub mir. People don't care anything but only her nipples. And she knows that that's why she posts all the nibble photos and get attentions. Okay, sie trägt kein BH. Und jetzt? Ich trage gerade auch kein BH. Und wisst ihr was? Ich erzähle euch mal ein Geheimnis. Ich schlafe nackt und ich dusche sogar nackt. Krass, ne? Ich denke mir nur so, Guys, leben und leben lassen. Wenn es euch nicht gefällt, schaut weg. Lasst die Person einfach leben und hatet nicht einfach. Weil ich denke mir so, Sully hatte sowieso schon eine schwächere Seele gehabt. Und wenn solche Kommentare auf einen zuknallen, ich glaube, dann geht es einem noch viel, viel schlechter. Und wenn alle gegen einen sind, so das Gefühl, dann
ganz ehrlich, sie hat sich nicht selbst umgebracht, sondern die Gesellschaft sie. You were born dirty. That's the only reason you were born. I feel bad for your family. So, jetzt lese ich euch die Kommentare vor, die nach ihrem Tod gepostet wurden. You're supposed to be dead earlier, actually. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fehlen wirklich die Worte dazu, ne? Einem Menschen den Tod zu wünschen. Ganz ehrlich, es gibt Leute, die ich nicht mag. Da bin ich ganz ehrlich, ich kann nicht jeden mögen. Ein Mensch kann nicht jeden Menschen auf der Welt mögen, es ist normal, ne? Aber ich wünsche wirklich niemandem den Tod, egal was er mir angetan hat. Ich finde das so krass, wie man einem Menschen den Tod in der Öffentlichkeit, auf sozialen Medien, wo alle das lesen können, auch wenn die das nicht lesen könnten, ich finde das einfach so krass, oh mein Gott. How many guys did you sleep with when you are taking the no bra photos? I'm jealous. Es sind noch so viele Kommentare, die Hate gegen sie aussprechen. Ich finde das einfach so schlimm und ich kann wirklich nachvollziehen, ein Teil, ich kann natürlich nicht ganz nachvollziehen, was sie durchgemacht hat, aber ich kann wirklich zum Teil nachvollziehen, wie sie sich gefühlt hat, die Arme. Und ganz ehrlich, jeder einzelne Hater von euch da draußen, der unter ihren Beitrag, ihren Tweets, ihren Fotos, ihren Videos irgendwas Negatives kommentiert hat zu ihrem Aussehen oder whatever, ihr tragt einen Teil der Schuld dabei, dass sie selbst mal begangen hat. Ganz ehrlich, ich nehme es jetzt auch nicht zurück, es ist so. Weil jeder Kommentar, jeder negative Kommentar tut weh. Ganz ehrlich, Leute, deswegen verbreitet einfach nur Liebe und positive Energie anstatt sowas Negatives und nehmt euch bitte kein Beispiel an solchen Idioten. Deswegen sage ich euch, Leute, hört einfach auf, K-Pop-Idole allgemein Menschen runterzuziehen, weil ihr wisst nicht, was sie gerade im Moment durchmachen. Es scheint so, als wären die glücklichsten Menschen auf der Welt, auf der Bühne, in der Öffentlichkeit, auf Instagram, auf Twitter, whatever. Aber Leute, ihr habt keine Ahnung. Hinter diesen Lächeln könnte sich wirklich ein trauriges Gesicht verstecken. Ich habe euch ja schon gesagt, die Menschen, die zu Selbstmord neigen, haben sowieso schon eine schwächere Seele. Sie sind zum Beispiel verletzlich, was jemand zum Beispiel zu denen sagt oder jetzt zum Beispiel bei den Kommentaren. Und wenn dann noch Druck von der Gesellschaft, also jetzt von den Anti-Fans haben wir so, und auch noch von SM Entertainment in dem Fall kommt, dann bricht das irgendwann einfach ein. Die Sache, wo ich mir jetzt auch ein bisschen Sorgen mache, es geht nämlich um Jennie von Blackpink. Ich habe ja schon mal ein Reaction-Video darüber gemacht, Shady Jennie, wo ich dazu reagiere, auch auf ihr Interview und alles, und es war wirklich sehr, sehr strange, ihre ganze Reaktion und alles. Ihr könnt euch das gerne mal angucken auf meinem Kanal. Es waren ja so viele Hater-Comments gegen Jennie, sei es, oh mein Gott, YG Princess zu Unrecht, oder oh mein Gott, sie ist zu faul, oder Bodyshaming oder whatever, vor allem Bodyshaming bei ihr. Ich denke mir so, okay, sie hat eine voll geile Figur, aber it's okay. Und ich denke mir so, hört einfach auf, weil ihr habt ja jetzt die ganzen Beispiele, die ich euch genannt habe, gesehen. Ich finde es eigentlich schade, dass sowas vom Gericht nicht zählt, weil ich meine, es ist eine Straftat. Cybermobbing ist eigentlich eine Straftat, aber irgendwie wird es nicht so sehr ernst genommen von der Gesellschaft, finde ich. Ich habe euch ja gesagt, ihr könnt nicht jeden Menschen mögen, auch nicht jeden K-Pop-Star. Vielleicht findet ihr denjenigen, seine Haarfarbe gefällt euch nicht oder seinen Tanzstil findet ihr nicht so slayed oder whatever. Aber Leute, behaltet das doch einfach für euch. Ich behalte es auch für mich, auch wenn ich die Person oder den K-Pop-Idol nicht mögen sollte. So, die Intention, weshalb ich dieses Video gemacht habe, ist, damit ihr mal seht, was Kommentare anrichten können und wie hart die K-Pop-Industrie ist. Ich sage es euch immer wieder, ein K-Pop-Star zu sein ist nicht einfach. Ihr denkt euch nur so, ach, K-Pop-Star, Ruhm, Money hier. Ja, zu dem Thema Money, ich werde auch noch ein Reaktionsvideo machen, was Blackpink angeht, aber ist eine andere Sache. Aber auch wenn ihr das alles habt, ne, Leute, ihr nehmt so viel Schmerz, so viel Last auf euren Schultern, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und falls ihr ebenfalls unter Depressionen oder Angststörungen, was ich wirklich nicht hoffe, leidet, bitte sucht euch Hilfe. Ihr könnt mir zum Beispiel jederzeit schreiben
Und ihr könnt euren Eltern es anvertrauen. Ganz ehrlich, eure Eltern akzeptieren euch, wie ihr seid. Auch wenn es euch manchmal nicht so vorkommt. Auch wenn ihr gerade so jung seid. Weil ich weiß, als ich noch jung war, so um 13, 14 Jahre alt, da dachte ich mir auch so, okay, meine Eltern verstehen mich nicht. Aber Leute, das tun sie. Und bitte redet mit jemandem. Es ist egal mit wem. Oder es gibt auch eine Selbsthilfe-Hotline. Leute, ruft die Leute an. Holt euch bitte Hilfe. Oder zum Beispiel, wenn ihr jemanden kennt, der Hilfe braucht. Zögert nicht bitte, Leute. Ruft direkt Hilfe, weil sonst könnte es zu spät sein. Ihr könnt ein Leben damit retten. So, Leute, das war's mit meinem Video. Mit meinem etwas sehr depressiven Video. Aber ich hoffe, ihr konntet sozusagen in die K-Pop-Welt noch mehr hineinschauen. Auf die Schattenseite und nicht, dass alles nur wunderschön pink ist. Dies, das. Deswegen hoffe ich wirklich, dass das Video euch zum Nachdenken gebracht hat. Und das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen hoch. Lasst mir ein Abo auf YouTube. Macht die Glocke an, um nichts zu verpassen. Folgt mir auf Instagram, um nichts zu verpassen ebenfalls. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bleibt healthy und happy.